meine Damen und Herren, wir kommen ziemlich dem Ende der Veranstaltung entgegen. Das 8. Berliner Methodentreffen klingt jetzt mit der Closing Lecture aus. Parallel zu Ihrem jetzt hier sein, haben Sie, wenn alles technisch funktioniert hat, eine E-Mail bekommen, denn es wurde jetzt seitens GESIS bereits der Online-Fragebogen freigeschaltet, sodass Sie, wenn Sie heute Abend zu Hause sind, frisch Ihre Eindrücke zur Veranstaltung wiedergeben können, wenn Sie möchten. Sie sollten es irgendwann machen, aber vielleicht wollen Sie heute Abend einfach auch nur ausruhen. Es freut mich, dass trotz der zwei vollen Tage nun ein recht großer Teil der Teilnehmenden hier den Weg in den Hörsaal 1 gefunden hat zur Closing Lecture. Mit der Closing Lecture beabsichtigen wir im Grunde eine vertiefende Analyse zu einem Themenfeld oder zu spezifischen Methodenfragen. Ich hatte das gestern Morgen bereits angekündigt. Und es freut mich, dass Ronald Hitzler nun diese zweite Closing Lecture hält. Wir haben es im Grunde nicht beabsichtigt, aber es wiederholt sich etwas, denn das zweite Berliner Methodentreffen, als wir es gestaltet haben, war Ronald Hitzler jener, der die Mittagsvorlesung gehalten hat. Nun müssen Sie aber nicht daraus ableiten, zu fragen, wer die dritte Mittagsvorlesung gehalten hat, um zu erahnen oder zu errätseln, wer es im nächsten Jahr sein könnte. Wir werden einfach mal sehen, was das nächste Jahr bringt. Vor vielen, vielen Jahren, also 2006, habe ich Ronald ausgiebig vorgestellt mit seinen Stationen in Konstanz, Berlin, wo er habilitierte. Und aktuell, wie die meisten wissen, hat er den Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie an der Technischen Universität Dortmund. Weil es spät ist, werde ich zum einen das nicht weiter ausführen, zum zweiten werde ich mit Blick auf die Uhrzeit es nicht weiter ausführen, weil Sie es wissen und Ronald mir gerade gesagt hat, er wisse, wer er sei. Ich müsse auch nicht so viel zu ihm sagen. Zu seinen Forschungsarbeiten nur trotzdem zwei, drei Stichworte. Herausheben möchte ich seine methodische Arbeitsweise der beobachteten Teilhabe und die damit verbundene Bereicherung für die ethnografische Forschung. Der von ihm favorisierte lebensweltliche Zugang und die darin explizite phänomenologische Position hat er immer ganz konkret an einer Fülle von Forschungsthemen erarbeitet und eingebracht. Und damit hat er eben genau die Ebene von puren methodologischen Auseinandersetzungen oder Abhandlungen verlassen und irgendwie uns gezeigt, wie es gehen könnte, wenn wir qualitativ forschen. Nicht zuletzt deshalb freue ich mich jetzt besonders auf diesen Abschlussvortrag, eben einen Ausschnitt der Herangehensweise, der Arbeits- und Denkweise von Ronald miterleben zu dürfen. Ich danke dir, lieber Ronald, dass du die Einladung angenommen hast und uns mit einem im mehrfachen Sinne herausfordernden Thema zum Nachdenken anregst und wesentliche Grundzüge dessen aufwirfst, was eigentlich für unsere Arbeit als qualitative Forschende zentral ist. Herzlich willkommen. Danke sehr. Hören Sie mich sehr gut da hinten? Wunderbar. Nichts ist schöner, als von Günther eingeführt zu werden. Ausnahmsweise sogar mit dem richtigen Vornamen. Das ist einer unserer Running Gags, den er heute weggelassen hat. Eine andere Geschichte, die mir sehr am Herzen lag, kann ich auch nicht realisieren. Ich habe mit einer fernen Freundin, die derzeit völlig auf den Hund gekommen ist, eigentlich ausgemacht, sie gibt mir noch ein geheimes Wort durch, das ich im Vortrag unterbringe. Das hat nicht mehr geklappt, also werde ich das jetzt auch nicht machen können. So, nun zum Thema. Ich werde in den nächsten 45 Minuten Ihnen ein wenig etwas erzählen zur rituellen Konstruktion der Person. Und da geht es um Aspekte des Erlebens eines Menschen im sogenannten Wachkoma, damit wir uns nicht missverstehen. Ich werde nicht darüber sprechen, was ein Mensch im Wachkoma erlebt. So dreist bin ich natürlich nicht. Ich werde darüber sprechen, was unser einer, normale, hellwache, erwachsene Menschen im Umgang
mit einem Menschen im sogenannten Wachkoma erleben können. In alles schleichen sich, über alles legen sich Zweifel. Zweifel am Statthaben von Kommunikation, Zweifel am Statthaben von Interaktion, Zweifel am Gelingen von Intersubjektivität, Zweifel daran, es mit einem Subjekt zu tun zu haben, das nicht nur Leib ist, sondern seinen Körper auch hat. Und schließlich Zweifel daran, dass einem hier überhaupt mehr Begegnung widerfährt als die mit sich selber. Kurz, es ist ausgesprochen ungewiss, ob das, womit man es im Umgang mit dem Menschen im sogenannten Wachkoma zu tun hat, ob das noch ein anderer wie ich ist oder nur ein Berg Menschenfleisch, wie das eine ziemlich verzweifelte Angehörige einmal formuliert hat. Allein schon die Frage, ob dieser Mensch noch Bewusstsein hat, lässt sich zunächst nur mit der Gegenfrage beantworten, welche Art von Bewusstsein denn damit gemeint sein soll. Ein Zustand, der sich von dem Zustand des Schlafens oder der Bewusstlosigkeit unterscheidet, Empfindungen als Erleben von Reizen, Gedanken haben, Wissen, dass man selbst Gedanken hat, sich als sich selbst bedenken, welche Art von Bewusstsein soll gemeint sein? Nun, medizinisch gesehen resultiert der Zustand Wachkoma aus einer schweren Schädigung der Großhirnrinde und oder ihrer Verbindungen zu den tiefer gelegenen Kerngebieten des Thalamus oder der Basalganglien infolge von äußeren Gewalteinwirkungen auf den Schädel, Schädelhirntraumata und oder durch eine anderweitig verursachte massive Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Hans Kretschmer hat in den 1940er Jahren den in Frage stehenden Zustand als relativ seltene Folgewirkung ausgedehnter entzündlicher Prozesse beider Großhirnhemisphären oder traumatischer Schädigungen des Großhirns oder schwerer degenerativer Veränderungen der Großhirnhemisphären infolge zum Beispiel vaskulärer Prozesse, also Erkrankungen der Arterien und Venen, diagnostiziert und als apallisches Syndrom bezeichnet. In der internationalen Diskussion werden gegenwärtig in aller Regel die Begriffe Vegetative State mit und ohne die Qualifizierung als Persistent oder Permanent sowie neuerdings das Etikett Unresponsive Wakefulness Syndrome, also Syndrom teilnahmsloser Wachheit, verwendet. Wie auch immer, alle Begriffe scheinen mir die Lage nur schlecht zu beschreiben, aber von einem kann man ausgehen. Wachkoma heißt nicht zufällig Wachkoma. Als unstrittig über die Disziplinen hinweg gesichert gelten können bei einem Menschen im Wachkoma lediglich basale psychovegetative Reaktionen und hinlängliche Zustimmung findet auch die Diagnose, dass dieser Mensch REM-Phasen hat, als eine Art Traumerleben. Aber schon, ob alle im Wachkoma befindlichen Menschen somnolent sind, ob sie also irgendwelche Erinnerungen haben, ob sie Zustände haben, die in der einschlägigen Literatur als Relaxation, also als vor sich hin dösen oder als Scanning, als umherschweifende Gedanken bezeichnet werden, schon das gilt als überaus ungewiss. Fast durchgehend negativ
wird von medizinischen Experten die Vigilanz, also die an einem Gegenstand bleibende Aufmerksamkeit von Wachkoma-Patienten beurteilt. Und das wiederum stellt in Frage, ob einem Menschen in diesem Zustand Bewusstsein im Sinne von typischerweise einem normalen, hellwachen, erwachsenen, eigenen Selbstbewusstsein attestiert werden kann. Jedenfalls auf der Basis heutiger bio- und neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. Wie ich damit lediglich andeute, haben wir über Menschen im sogenannten Wachkoma, also durchaus Therapie- bzw. versorgungsleitende diagnostische, prognostische und klinische Daten aus der Medizin. Ob diese Daten uns helfen, zu verstehen, ob und gegebenenfalls wie wir Menschen mit schwersten Gehirnschädigungen allmählich besser als bisher verstehen können, das allerdings ist und bleibt die Frage, die mich nicht nur in diesem Vortrag beschäftigt, sondern die unser gegenwärtig laufendes einschlägiges Forschungsprojekt insgesamt vorantreibt. Im bisherigen Mittelpunkt dieses Projekts steht die ethnografische Erkundung der Langzeitbetreuung von sogenannten Phase-F-Patienten. Die teilnehmenden Beobachtungen und beobachtenden Teilnahmen, auf die ich hier rekurriere, fanden bislang im Wesentlichen in einer einschlägigen Modelleinrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen statt, aufruhend auf der sozusagen an erster Stelle der Datenerhebung stehenden praktischen Teilnahme am Pflege- und Therapiebetrieb haben wir Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Einrichtung geführt, großteils in Form eines mehr oder minder beiläufigen, quasi kollegialen, arbeitsbegleitenden Miteinanderredens. Und selbstverständlich haben wir auch alle verfügbaren und für uns zugänglichen Dokumente analysiert. Mit einem besonderen Augenmerk hierbei auf die von uns sogenannte Philosophie des Hauses und auf deren Verhältnis zu der von der Belegschaft der Einrichtung dann alltäglich gepflegten spezifischen Semantik. Auffällig ist an dieser Semantik unter anderem zum Beispiel, dass die schulmedizinisch üblichen Kategorisierungen von sogenannten Phase-F-Patienten, das sind die unten bei den roten, dem roten Kringel, dass diese schulmedizinisch üblichen Kategorisierungen so gut wie keine Rolle spielen. Gesprochen wird im Bedarfsfalle vielmehr davon, dass manche Bewohner schwerst betroffen seien. Ich übersetze also, und das ist wichtig für die hier zu diskutierenden methodischen Fragen, ich übersetze die Belegschaftssemantik bereits in eine kommonsensuelle Etikettierung, wenn ich diese schwerst betroffenen Bewohner als Menschen im mehr oder weniger chronifizierten sogenannten Wachkoma bezeichne. Beobachten lässt sich, naheliegenderweise keineswegs nur in dieser Einrichtung, was Menschen, die im Wachkoma leben, tun, das heißt, wie sie sich im weitesten Sinne gesprochen verhalten. Aber ob das, was sie tun, gelegentlich intendiert, ob es also gelegentlich als Handeln qualifizierbar ist, ist zumindest in dem Sinne nicht ohne weiteres klärbar, indem es sich in der Regel bei normalen, hellwachen Erwachsenen über kommunikativen Austausch, sozusagen Oberflächenaustausch, klären lässt. Beobachten lässt sich aber, wie das, was sie tun, was diese Menschen, die im Wachkoma leben, tun, wie sich das auf Menschen auswirkt, die mit ihnen umgehen. Das eröffnet nun zwei grundlegende Möglichkeiten der Explikation. Die eine und übliche ist die Deutung der Deutungen und Praktiken anderer Personen,
die mit Wachkoma-Patienten umgehen. Die andere, im Kanon der in der interpretativen Sozialforschung akzeptierten Ansätze anhaltsstrittige, ist die Deutung des eigenen Erlebens des Forschers, der mit Menschen im Wachkoma umgeht. Beide Möglichkeiten sind Wege bei der Beantwortung der Frage nach der Orientierungsrelevanz von intersubjektiv nicht verlässlich beobachtbaren Eigenschaften von Menschen im sogenannten Wachkoma für andere. Beide Möglichkeiten führen zum Beispiel auf die Spuren von a priorischen Setzungen, auf die Spuren von Zuschreibungsprozessen, auf die Spuren von symbolischen bzw. rituellen Konstruktionen. Kategorial ist ein Mensch im Wachkoma unzweifelhaft ein Individuum. Das heißt, ein von anderem und anderen abgrenzbares Lebewesen. Und nachgerade ebenso unzweifelhaft zeigt dieser Mensch als Individuum Besonderheiten, hat also eine Individualität. Gewiss ist er für andere qua charakteristischer Eigenschaften identifizierbar. Ob er sich aber selber als eine Identität, das heißt, ob er sich zumindest in Kontinuität erlebt, ob er sich als selbst begreift oder ob er von einem Ich-Pol aus denkt, ist auch epistemologisch kaum zu klären. Ebenso wenig zu klären ist, ob er im Schützschen Sinne gesprochen Handlungsprobleme hat, also Probleme des Einholens vorentworfener Erfahrungen, ob er also sinnvoll als ein sinnhaft handelndes Individuum, als Akteur, beziehungsweise ob er sinnvoll als Subjekt zu bezeichnen ist. Was dem Menschen im Zustand Wachkoma, dem intersubjektiv erkennbaren Anschein nach, weitestgehend fehlt, das sind Eigenschaften, die es nahelegen, ihn ohne a priorisch positive Glaubensentscheidung aktuell als Person anzusehen. Das heißt, als mit einem Eigenwillen begabten Mitspieler im sozialen Geschehen. Denn all die für die Anerkennung des Personenstatus relevanten, sozial plausibilisierbaren Kriterien scheinen damit zusammenzuhängen, dass wir etwas wahrnehmen, was wir nicht nur als Folge eines Einwirkens oder als durch Einwirken evoziertes Verhalten, reaktives Verhalten interpretieren, sondern als mit einer zielgerichteten und intendierten Kundgabe geschehend. Diese im Horizont von der von Thomas Luckmann sogenannten universellen Projektion stehende Wahrnehmungsqualität impliziert analytisch einen mehrstufigen Dekodierungsvorgang. Der Wahrnehmung gegeben ist zunächst etwas Präsentes. Im einfachsten Falle verweist das Präsente auf die Appräsentation von etwas aktuell Vorhandenem oder Statthabendem. Begreife ich das Appräsentierte als mit einer intendierten Kundgabe geschehend, deute ich es als kommunikativen Akt. Die Wahrnehmung eines kommunikativen Aktes legt a priori nahe, dass sich Appräsentierende sei ein alter Ego. Dieses naheliegende Attest wiederum wird in aller Regel anhand alltagspragmatischer Kriterien daraufhin überprüft, ob das sich Appräsentierende mir überhaupt irgendwie und wenn ja, in welcher Weise und in welchem Maße es mir ähnlich ist. Diesen Prüfkriterien entsprechend weisen nun Appräsentationen von Menschen gegenüber denen von Nichtmenschen üblicherweise
nicht immer, üblicherweise, in signifikant hohem Maße Ähnlichkeiten mit dem auf, was ich intendiertermaßen abpräsentiere. Damit meine ich Ähnlichkeiten der Gestalt, der Mimik, der Gestik, des Sprechens, auch des Sprechens in mir unbekannten Sprachen, in der Verwendung sonstiger Ausdrucksmittel und so weiter. Der Gestalt scheine ich eine bestimmte Art von sich Abpräsentierendem als eben mehr oder weniger vollgültiges Alter Ego beziehungsweise als Mitmenschen wahrzunehmen, ohne dass, nun zitiere ich Hans-Georg Söffner, letztlich das so abpräsentierte andere Ich zur wirklichen Präsenz gelangte. Weil Menschen einander eben nicht unmittelbar erfahren können, müssen sie irgendwie miteinander kommunizieren. Demnach lässt nur Kommunikation auch Nicht-Präsentes als präsent erscheinen. Im Weiteren thematisiere ich dementsprechend analytisch als solche erkennbare Rituale der Bewältigung wachkoma-bedingter Mitmenschlichkeitskrisen, deren übergreifender Sinn eben darin besteht, nochmal Söffner, dem nicht wirklich Präsenten die eigentliche Präsenz in der Erfahrung zukommen zu lassen, als Entität mit unklarem ontologischem Status. Als Entität mit unklarem ontologischem Status gehört ein Mensch im sogenannten Wachkoma kategorial nun in den von Erwin Goffman sogenannten Komplex des Erstaunlichen. Elemente des Komplexes des Erstaunlichen irritieren bekanntlich unsere primären Rahmungsselbstverständlichkeiten. Ihre Bewältigung erfordert deshalb einen mehr oder weniger deutlich erhöhten Deutungsaufwand. Im hier diskutierten Fall resultiert der erhöhte Deutungsaufwand aus der Ungewissheit darüber, ob man es mit Blick auf den Körper eines Menschen im Wachkoma nur mit einem individuellen Organismus oder ob man es doch auch eventuell mit einer anderen Person zu tun haben könnte. Konfrontiert mit diesem Deutungsproblem sind zumindest all diejenigen Akteure, die mit diesem Körper, um ihn am Leben und ihn so intakt wie irgend möglich zu halten, auf vielfältige Weisen umgehen und sich an diesem Körper und zum Teil auch in diesem Körper zu schaffen machen müssen. Zumindest rede ich also von Pflegekräften, Therapeuten, Ärzten und Angehörigen, die sich um Wachkoma-Patienten kümmern. Für den Umgang mit dem Körper des Menschen im Wachkoma gilt nun der Gesetzeslage ebenso wie der diese Gesetzeslage radikal ausbuchstabierenden Hausphilosophie der von uns ethnografierten Pflegeeinrichtung nach, gilt nun das Gebot, so zu tun, als ob dieser Mensch nicht nur ein prinzipiell handlungsfähiges Subjekt, sondern als ob er tatsächlich aktuell eine andere Person sei. Das impliziert vor allem darauf zu achten, diese deklarierte Person stets so rücksichtsvoll, so höflich, so würdig wie möglich, beziehungsweise wie mit der jeweils notwendigen Verrichtung vereinbar zu behandeln. Dieses Behandeln geschieht in einem durchaus rituellen Sinne. Denn Menschen im Wachkoma scheinen angesichts ihrer augenscheinlich massiven mentalen Retardierungen und ihrer symptomatischen physischen Einschränkungen mit Blick nun auf methodische Herausforderungen an den Grenzen der Sozialwelt keineswegs nahezulegen, sie als Interaktionspartner wahrzunehmen. Auch wenn sie mit offenen Augen da liegen oder da sitzen, blicken sie typischerweise ins Leere, das heißt, sie fixieren nicht. Sie reagieren zumeist auch nicht sinnvoll, das heißt so ohne weiteres verständlich, auf Ansprache oder auf Berührung. Und schon gar nicht nehmen sie jedenfalls für ungeübte Beobachter erkennbar, selber Kontakt auf zu jemandem oder zu etwas. Diesem Anschein wird nun entgegengesetzt,
dass dem, was praktisch zu tun ist, beziehungsweise praktisch getan wird, mittels vielgestaltiger, einleitender, begleitender und abschließender, ebenso wie mittels erinnernder, verstetigender und projektierender Zusatzhandlungen, also schlicht qua Ritualen, die Würde des Normativen vermittelt, verliehen wird. Rituale bestehen aus sinnhaften Systemen von festgelegten Wörtern bzw. von Texten, die ausgesprochen von vorgeschriebenen Körperbewegungen und Gesten, die ausgeführt und von besonderten Objekten, die in angemessener Weise behandelt werden müssen. Und disziplinieren dergestalt das Verhalten derer, die die Rituale ausführen. Diese Bestimmung gilt für formalisierte Handlungsformen im Verkehr mit alltäglich unfassbaren anderen, also zum Beispiel mit einem Heiligen gegenüber. Sie gilt, wenn auch zumeist nicht so offenkundig, aber ebenso für formalisierte Handlungsweisen im alltäglichen Miteinander, die Achtung vor dem eigenen Selbst, vor Mitmenschen, Dingen, Überzeugungen und der Welt anzeigen. Aus einer Vielzahl und Vielfalt von so verstandenen Ritualen greife ich nun eines heraus, dessen symbolischer Gehalt mir selbst erst klar geworden ist im Nachdenken über ein kleines Unterkapitel mit dem Zwischentitel »Wer bist du?« in dem Buch »Erfahrung und Erzählung« von Michael Kaupert. In diesem Unterkapitel erläutert der Autor die Relevanz von Eigennamen für die wechselseitige Konstitution von Ego und Alter als Personen. Durch die kommunikativ ausgehandelte bzw. bestätigte Identifizierung mit dem jeweiligen Eigennamen machen wir uns füreinander und damit auch jeweils für uns selber von etwas zu jemandem. Diese Konstruktion ändert selbstverständlich nichts daran, dass uns der andere eben nicht unmittelbar gegeben ist, dass er folglich als konkreter anderer auch epistemologisch niemals gewiss ist und dass wir, wie mir Trutz von Trotha in einer persönlichen E-Mail geschrieben hat, uns nur hin und wieder darüber keine Gedanken machen. Wenn der andere nun aber über die erkenntnistheoretische Nichtbeweisbarkeit hinaus, wenn der andere also auch in der epistemologisch gedankenlosen, alltäglichen Begegnung ungewiss wird, dann funktioniert die kommunikative Lösung des Problems, alter Ego zu konstituieren, die darin besteht, den nie präsenten anderen als präsent erscheinen zu lassen, naheliegenderweise nicht mehr. Dann lautet die Frage nicht mehr, wer bist du, sondern zunächst, bist du wer? Und im Weiteren dann eben, ist da wer? Der von Kaupert konstatierte Rekurs auf die Konvention, in Situationen sozialer Unbestimmtheit dem anderen seinen Eigennamen zu nennen, erscheint im Umgang mit einem Menschen im Zustand Wachkoma als widersinnig. Denn der Mensch im Wachkoma nennt nicht nur seinen Namen nicht, sondern gibt zumeist auch keine hinlänglich verlässlichen Hinweise darauf, dass es ihm etwas sagt, wenn der andere sich ihm mit seinem Namen vorstellt. Gleichwohl wird, soweit wir das beobachten können, auch ein Mensch im Wachkoma von den mit ihm Umgehenden in aller Regel mit seinem Namen angesprochen, je nachdem, als wie formell oder vertraulich die mit ihm umgehende Person ihre Beziehung zu ihm versteht, wird der Mensch im Wachkoma mit Herr oder Frau und seinem Nachnamen oder eben mit seinem Vornamen, gelegentlich auch mit einem Kosenamen angesprochen. Außerdem nennen die mit dem Menschen im Wachkoma umgehenden Personen diesem ihre eigenen Namen, wiederum je nach vom Umgehenden veranschlagter sozialer Nähe, vom Nachnamen über Kombinationen von Funktionsbezeichnungen mit dem Vornamen bis hin zur relationalen Selbstbezeichnung und so von Menschen im Wachkoma früher für den mit ihm jetzt Umgehenden benutzten intimen Kosenamen. Auf all solche Namensnennungen hin zeigt der Mensch im Wachkoma
allenfalls diffuse, keineswegs signifikante und experimentell so gut wie nicht reproduzierbare oder eben gar keine Reaktionen. Beim Nennen von Eigennamen durch mit Menschen im Wachkoma umgehenden Personen haben wir es folglich mit einer Ritualisierung im genannten Sinne zu tun. Verrichtungen an und mit einem Körper, auf dem sich innere Zustände wie Erregung und Entspannung, Wohl- und Missempfinden über Mimik, Motorik und Atmung allenfalls vage abpräsentieren, an dem sich typischerweise aber kaum oder keine Hinweise auf eine Willensbegabung erkennen lassen, werden nicht nur, aber auch wesentlich durch Namensnennungen in Handlungsweisen transformiert, wie sie als angemessen gelten für den Umgang mit einem personalen Gegenüber, also transformiert in Quasi-Interaktionen. Ein deutlicher Hinweis, der für diese Deutung spricht, ist die Schulung der Pflegekräfte und Therapeuten darin, auch Menschen im Wachkoma in einer, wie man so sagt, neu ansetzenden sozialen Situation mit deren Eigennamen anzusprechen und sich selber ihnen gegenüber verbal zu identifizieren. Darüber hinaus lernen Pflegekräften und Therapeuten, dass sie die Patienten eigentlich mit Herr bzw. Frau und mit dem Nachnamen ansprechen sollen. Empirisch beobachten wir allerdings individuelle und individuell situative Modifikationen dieser Verhaltensanweisungen. Solche individuellen Modifikationen der Sollvorschrift zur Namensnennung verweisen darauf, dass manche Pflegekräfte und Therapeuten manchmal eine persönliche Pseudobeziehung zwischen sich und dem Menschen im Wachkoma konstruieren. Um eine Pseudobeziehung handelt es sich, weil sie zumindest von außen betrachtet nicht auf die Beziehung bestätigendem Austausch zwischen zwei Personen basiert, sondern auf einer einseitigen Setzung durch eine Person. Normativ fundiert ist diese Setzung in der bereits erwähnten Philosophie des Hauses. Insbesondere in dem hier augenscheinlich hinlänglich konsensuellen Menschenbild, demzufolge jeder menschliche Körper per se dem sich ihm vorurteilslos zuwendenden ein interaktions- und im buberschen Sinne gesprochen dialogfähiges Gegenüber, das heißt eine Person, präsentiert. In analytischer Hinsicht ist dieser Setzung gegenüber naheliegenderweise Skepsis angezeigt. Denn konstatieren lässt sich zunächst einmal, das Ego den Körper des Menschen im Zustand Wachkoma als kontinuierlich identisch erfasst mit dem schon immer alternden Körper des Menschen, bevor dieser in diesen Zustand gekommen ist. Das ist die schwerfällige Anatomie, von der Helmut Plessner in Lachen und Weinen spricht. Zweifelhaft ist also nicht die andauernde Identität dieses individuellen Organismus für andere, wie das zum Beispiel bei extremen körperlichen Veränderungen der Fall sein kann. Zweifelhaft ist jedoch, ob dieser individuelle Organismus noch die Identität jenes alter Ego abpräsentiert, das zu sein diesem Mitmenschen attestiert hat, bevor der in diesen Zustand gekommen ist, welcher sich als Wachkoma etikettieren lässt. Ohne zumindest Rudimente eines identischen individuellen Organismus ist menschliches Bewusstsein zwar jedenfalls noch nicht denkbar. Aber selbstredend ist ein individueller Organismus ohne Selbstbewusstsein nicht nur denkbar, sondern steht empirisch außer Frage. Wie wir etwa an sogenannten Hirntoten sehen, kann auch der menschliche Körper leben, ohne überhaupt noch mental repräsentiert zu sein. Die Identität eines individuellen Organismus reicht analytisch jedenfalls nicht hin, um die Identität eines Subjekts, einer Person, eines alter Ego zu erfassen. Aus Sicht des Phänomenologen ist der Mensch im Zustand Wachkoma folglich so etwas Ähnliches wie Schrödingers Katze. Anwesend und abwesend zugleich. Aber Katzenliebhaber sind in der Regel keine oder jedenfalls nicht nur Quantenphysiker. Und Menschen, die es mit Menschen im Wachkoma zu tun haben, beziehungsweise denen um Menschen im Wachkoma zu tun ist, sind nur selten und wenn doch, dann nicht vor allem
Phänomenologen. Als Phänomenologe beobachte ich aber auch mich, den Nicht-Phänomenologen, der ich vor allem bin. Ich beobachte mich bei der Konstitution des Menschen im Wachkoma, um den mir zu tun ist, als Anwesendem. Den dabei in Frage stehenden, kontinuierlich identischen Körper adressiere ich individuell eben durch das Ritual der Namensnennung. Das da bezeichne ich mit dem Eigennamen des Menschen, dem mein alter Ego zu sein ich attestiert habe, bevor er in den Zustand Wachkoma gekommen war. Und eben damit mache ich aus dem da dich, ohne qua kommunikativem Austausch pragmatisch sichern zu können, dass es dich aktuell gibt. Dergestalt wird ein solches alter Ego als rituelles Konstrukt erkennbar. Selbstverständlich lässt sich die repetitive Nennung des Eigennamens aber nicht nur als eines der vielen teilnehmend beobachten Rituale zur Bewältigung der im Umgang mit Menschen im Wachkoma epistemologisch gesehen permanenten Krise der Mitmenschlichkeit auch funktional erklären. Wenn es in dem in Frage stehenden Körper Erinnerungen irgendwelcher Art oder auch nur Reste und Spuren von Erinnerungen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese sich in Assoziation zum Eigennamen aktivieren lassen, sehr hoch. Denn der Eigenname evoziert augenscheinlich nicht nur beim menschlichen Individuum schon seit frühen Entwicklungsstufen, ich zitiere aus Cowbert, auf eine bestimmte Lautgebärde signifikanter anderer zu reagieren und verfestigt sich dann allmählich zum signifikanten Symbol seines Erzählbaren und das heißt vor allem wieder seines Erinnerbaren selbst. Das, wie gesagt, ist eine zusätzliche funktionale Erklärung des Sinns der Ansprache mit einem zur Adressierung des individuellen Organismus kontinuierlich weiterverwendeten Eigennamen. Ich meine aber, dass in solchen funktionalen Erklärungen derlei Aktivitäten nicht aufgehen. Derlei Aktivitäten haben vielmehr vor allem den Sinn, entgegen dem Fehlen alltagspraktischer Plausibilitäten einen Menschen als ein Subjekt zu konstituieren und dieses Subjekt als eine Person zu konstruieren, zu etablieren und zu stabilisieren. Gemeinsam ist allen von mir als rituell begriffenen Handlungsweisen von Menschen, die mit Menschen im Wachkoma umgehen, dass sie sich analytisch als Elemente unterschiedlicher Wichtigkeit erweisen, einer in vielen einzelnen Aktionen statthabenden, langdauernden und insgesamt überaus komplexen Art von Graduierungszeremonie, das heißt also sozusagen einer umgekehrten Degradierungszeremonie im Sinne Harold Garfinkels. Es geht also hier nicht um die rituelle Zerstörung, sondern um die rituelle Erschaffung einer Person. Nicht etwa im Verlauf, sondern unabdingbar am Anfang dieser Gradierungszeremonie wird dem Menschen im Wachkoma sein Menschsein und vor allem sein fragloses Mitmenschsein attestiert. Auf der Basis dieses Attests werden Analogien gebildet zwischen dem, was Menschen können, die nicht im Zustand Wachkoma sind, und dem, was ein Mensch im Wachkoma kann. Beide Atteste, das des Mitmenschseins und das der Kompetenzen, werden als Einsichten in wirkliche Wahrheiten deklariert, nicht etwa nur als Ansichten mancher Menschen. Diese Deklaration wird von den in den Umgang mit dem Menschen im Wachkoma, wie auch immer, involvierten Personen akzeptiert und handlungspraktisch umgesetzt, während jede Form der Nicht-Akzeptanz von den involvierten Personen ausdrücklich oder beiläufig diskreditiert bzw. diskriminiert wird. Die in den Umgang mit dem Menschen im Wachkoma involvierten Personen behandeln diesen de facto, als ob er an einem fortwährenden Interaktionsgeschehen beteiligte Person wäre. Dadurch wird der Mensch im Wachkoma symbolisch als Mitglied einer imaginierten Gemeinschaft der einschlägig Involvierten etabliert.
die dergestalte rituelle Konstitution einer insgesamt rituell konstruierten Person als Mitglied einer Gemeinschaft erscheint mir als nachgerade unverzichtbar, wenn es darum gehen soll, dass Menschen sich möglichst rückhaltlos in einer möglichst optimalen Fürsorge für Menschen mit schwersten Gehirnschädigungen engagieren. Sie brauchen den anderen, um das vernünftig tun zu können, was sie tun. Denn wer andauernd mit Menschen im Zustand Wachkoma zu tun hat, sei es aufgrund persönlicher Beziehungen, sei es in ehrenamtlichen Funktionen oder sei es in medizinisch-therapeutisch-pflegerischen Berufsrollen, der muss typischerweise die durch die notorische Ungewissheit des anderen ausgelösten Krisen der Mitmenschlichkeit in für ihn zufriedenstellende Deutungszusammenhänge übersetzen und ihn gegenüber Alltagswahrnehmungen im Zweifelsfall resistenten symbolischen Sinnsystemen und rituellen Handlungsweisen aufheben, welche sich letztendlich diskursiver Begründung verweigern. Phänomenologisch gesehen macht dabei also Ego etwas zu jemandem, den Ego für sich als ein Du konstituiert. Praktisch gesehen fungiert der, dem es um einen Menschen im sogenannten Wachkoma zu tun ist, mithin weniger als dessen Stellvertreter, denn als dessen Statthalter und Platzhalter. Und methodisch gesehen geht es darum, die möglichst intensive, beobachtende Langzeitteilnahme am Leben eines schwerst gehirngeschädigten Menschen ins Verhältnis zu setzen zu teilnehmenden Beobachtungen anderer sogenannter Phase-F-Patienten und beides wiederum nachgerade ständig kommunikativ abzugleichen mit den Pflegekräften und Therapeuten sowie mit anderen Besuchern dieses im Zentrum der eigenen Aufmerksamkeit stehenden Menschen, darüber hinaus aber auch mit den Angehörigen anderer Bewohner in dieser Pflegeeinrichtung. Im Weiteren geht es dann um vergleichende Beobachtungen in Akut- und Rehabilitationskliniken und vor allem in anderen Einrichtungen, in denen Menschen im sogenannten Wachkoma untergebracht sind, zum Beispiel Altenpflegeheime, wo sie dazwischen gelegt werden, sowie darum, die Daten der eigenen Erhebungen im Rekurs auf die einschlägige Fach- und auch die einschlägige Betroffenheitsliteratur in theoriebildender Absicht zu interpretieren. Kurz, auch wenn ich meine, aus einer langwierigen phänomenologischen Selbstaufklärung heraus inzwischen, jedenfalls mir selber, epistemologisch hinlänglich als gesichert erscheinende Erkenntnisse über einige Arten von Appräsentationen und Reaktionen sowie über einige Möglichkeiten kommunikativer Aktionen und Interaktionen auch eines Menschen im chronifizierten sogenannten Wachkoma zu haben, die durchaus dem entsprechen, was aktuell von einigen hochgradig sensibilisierten und sensibilisierenden medizinischen Hirnforschern experimentell sichergestellt werden zu können scheint. Gleichwohl bin ich grosso modo noch immer auf der Suche nach auch Skeptikern gegenüber datenbasiert plausibilisierbaren Antworten auf die Frage, ist da jemand, sprich habe ich bei dem Menschen im Wachkoma, um dem mir zu tun ist, mit einer Person, einem Subjekt, einem Akteur zu tun oder mit einem Hirnstammwesen, mit menschlichem Gemüse. Und ich versuche die damit unabweisbaren Herausforderungen an den Grenzen der Sozialwelt in jenem strittigen Erbe des methodologisch-methodischen Zusammenspiels von existenziellem Involvement, ethnografischen Explorationen und phänomenologischen Deskriptionen zu bewältigen, das Anne Hohner uns hinterlassen hat. Vielen Dank, Ronald. Und wenn Fragen, Anmerkungen, Eindrücke da sind, besteht jetzt die Möglichkeit, trotz fortgeschrittener Zeit, dass wir das machen können. Das ist keine Frage. Und dafür bräuchte ich Handzeichen. Ja, Moment. Und wir brauchen dann Menschen, die laufen mit Mikros. Vielen Dank. Mein Name ist Beate Groß. Ich
kenne diese Menschen im Wachkoma, ich habe mit ihnen gearbeitet und ich kenne auch die Familien, habe ich auch interviewt, die über Jahre hinweg Wachkoma-Patienten versorgen. Eine Anmerkung erstmal von mir, es gibt eigentlich keine Bewusstlosigkeit, sondern es gibt nur eine unterschiedliche Grade von Bewusstsein und in diesem Kontext werden auch Wachkoma-Patienten immer, also da fragt man danach, welche Tiefe hat dieses Bewusstsein, mit dem man redet. Die andere Ebene ist für mich, dass es eigentlich eine nonverbale Auseinandersetzung ist mit den Menschen und diese Erfahrungen, die Sie beschreiben, haben Sie auch in anderen Kontexten, zum Beispiel mit Alzheimer-Patienten und Sie haben sie auch auf einer Neonatologie, wo Säuglinge, von denen man noch nicht weiß, ob sie überleben werden, aber auch in diesen Grenzbereichen arbeiten. Und meine Erfahrungen sind, es gibt für die Pflegepersonen, je nachdem wie sie arbeiten, bestimmten Deutungsrahmen, den sie für sich selbst entwickeln, möglicherweise gar nicht genau wissen. Und in dem Zusammenhang ist auch für mich die Frage, inwieweit subjektive Theorien dort wirksam werden, wenn man über einen längeren Zeitraum mit solchen Menschen arbeitet. Und das sind eigentlich also auch für mich immer noch sehr spannende Fragen, an denen ich mich auch bewege, weil es wird ja auch, die Frage ist auch in dem Zusammenhang jetzt mehr bei Alzheimer-Patienten oder auch Schwerstpflegebedürftigen, die auch nicht mehr ansprechbar sind, inwieweit gibt es Möglichkeiten, weil man spricht ja auch von der Plastizität des Gehirns, inwieweit gibt es auch im Verlauf einer Versorgung, zum Beispiel bei Wachkoma-Patienten, Möglichkeiten, bestimmte Dinge, Verhaltensweisen zu reaktivieren, da sind wir ja auch anfangen, es gibt Konzepte dazu, aber das ist ja auch ein Teilbereich, dem man viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, in den letzten Jahren deshalb, weil immer mehr junge Menschen, die Motorrad fahren und so weiter, ins Wachkoma, dann Wachkoma-Patienten werden. Aber das ist ja auch ein Erfahrungsbereich, der bisher überhaupt noch nicht im Blickpunkt ist und auch nicht nur von dem Phänomenologischen her, sondern auch, welche anderen Verhaltensweisen müssen wir uns aneignen? Also sprich, also zum Beispiel, ich komme auch aus der Psychosomatik, die Frage von Übertragung und Gegenübertragung, wie kann man aus diesen Erfahrungen, die man selbst spürt, Rückschlüsse ziehen auf den oder die Wachkoma-Patientin. Und ich denke, so aus meinen Erfahrungen gibt es da oder hat es zumindest für mich da auch einen Diskurs gegeben. Also das sind sehr, für mich sehr wichtige Gedanken in diesem Zusammenhang. Ja, vielen Dank, ich stimme. Ich habe mir alles aufgeschrieben und stimme dem allem zu. Man kann es jetzt von hinten wieder aufrollen. In der Tat, also das zu sagen, ohne Bewusstsein ist eigentlich eine falsche Beschreibung, so wie Wachkoma halt auch eine falsche Beschreibung ist. Aber es gibt natürlich sozusagen Grade von Bewusstsein, die sind nachgerade unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, die wir dann haben, wenn wir nicht hochgradig durch was auch immer sensibilisiert sind für solche Wahrnehmung. Das habe ich versucht anzudeuten mit einer notwendigen Skepsis, weil das, was ich als rituelle Konstruktion beschreibe, eben das ist, was Sie wahrnehmen, wenn Sie ohne diese Sondersensibilisierung damit umgehen müssen. Und darum geht es mir erst einmal. Also meine weitere Arbeit wird vor allem darin bestehen, die vorhandenen Daten, die ich habe, daraufhin nochmal zu reanalysieren, wo ich zumindest für mich erstmal überzeugende Nachweise meine gefunden zu haben, dass da etwas stattfindet, was interaktiv, Dialog und so weiter ist. Also ganz klar, und dass es um nonverbale Austausche geht, da ist auch keine Frage. Gleichwohl, es gibt natürlich Wachkoma-Patienten hören in der Regel etwas, öfter als dass sie was sehen im Sinne von Verarbeitung des Sehens, nicht was die Optik angeht. Sie reagieren natürlich auf Geräusche und da kann man ansetzen, deshalb war mir der Eigenname so wichtig,
weil es erstmal merkwürdig wird. Also nicht, man muss einfach erstmal naiv hingehen und sagen, das ist merkwürdig, was da passiert. Und dann gilt es zu klären, und warum findet das Merkwürdige statt? So ist eigentlich die Logik des Vorgangs. Und in der Tat, also das können wir völlig bestätigen. Es kommt auf die Deutungsrahmen an, innerhalb derer Pflegepersonal arbeitet. Wir haben Einrichtungen, die nun von der Hausphilosophie her, sofern es überhaupt so etwas gibt wie eine Hausphilosophie, völlig anders ticken, wo völlig anders mit den Leuten umgegangen wird. Hier haben wir eben einen Fall, eine Modelleinrichtung, und da haben wir einen sehr deutlichen Deutungsrahmen, der auch autoritativ durchgesetzt wird, ja, also gegenüber den Pflegepersonen. Natürlich kann man im Alltag, wenn man lange genug beobachtet, sehen, dass manches natürlich nicht so läuft, wie es der Hausphilosophie nachlaufen sollte, aber grosso modo kann man sagen, dass der Betrieb funktioniert tatsächlich so, semantisch, aber eben auch im praktischen Tun, das kann man zeigen. Und die Plastizität des Gehirns ist ja genau das, dem neuerdings auch in der Neuromedizin nachgegangen wird. Gerade Leute wie Stephen Loray und Owen und so weiter, das sind alles Leute, die gucken sich jetzt mit den neuen bildgebenden Verfahren an, ob diese alte Annahme, nicht, überall ist Plastizität möglich, nur nicht im Gehirn, ob die eigentlich noch stimmt, die stimmt natürlich nach allem, was wir wissen, nicht mehr. Ja. Die Vermutung, dass Bypass-Geschichten laufen im Gehirn, lange Leitungen verlegt, also ist viel, viel höher. Und ansonsten, klar, das ist natürlich genau die Frage, welche Verhaltensweisen würden sich empfehlen, sich anzugewöhnen. Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass allein schon diese Ritualisierung eine wichtige Idee ist, um ein Gegenüber zu haben, mit dem man wirklich ernsthaft umgeht. Ansonsten haben wir natürlich an allen Ecken des Tuns mit Menschen, die nicht normale, hellwache Erwachsene sind, genau solche Baustellen, wo wir uns fragen müssen, wie gehen wir eben damit um. Ja, also ja, wir sind uns da, glaube ich, ziemlich einig. Ich habe im Prinzip nur eine Anmerkung, ob man im Prinzip nicht bei diesen Ritualen, die die Personen rituell konstruieren, noch weiter differenzieren müsste. Es gibt ja solche Rituale, die im Prinzip in einer Zweierkonstellation diesen Personenstatus stabilisieren können und im Prinzip dann aber zu so einer Art idiosynkratischen Beziehung führen. Und dann kann man sich ja den Ritualen zuwenden, die gesellschaftlich anerkannt sind, ne, im Sinne von allgemeinen Normen. Und im Prinzip, Gesa Lindemann würde zum Beispiel davon sprechen, den Dritten gesellschaftlich einzubeziehen und die dann aber auf Dauer sozusagen dieses Personensein stabilisieren. Ist Ihre Fragestellung in diesem Forschungsprojekt sozusagen nur diesem Letzteren gewidmet oder differenzieren Sie da und beziehen beides mit ein? Ja, also wir gehen immer mal von einer Idiosynkrasie aus, auch von einer professionellen Deformation. Also wir setzen erstmal an, die glauben das halt. Ja, so, und mit dieser Skepsis gehen wir hin und gucken uns dann an, warum glauben die das? Das ist viel spannender, als von vornherein anzunehmen, da gibt es gute Gründe. Nein, die machen ganz komisches Zeug, ja, verhalten sich merkwürdig. Also sagen wir, wie kommen die dazu? Ja? Und dann klärt sich mehr und mehr auf, was eigentlich nun an für Personen, die stark involviert sind in das Geschehen, an Hinweisen, an Bedeutung tatsächlich auftaucht, wie die Beobachtungen machen. Das musste ich zum großen Teil einfach auch dadurch lernen, dass man es mir beigebracht hat, Physiotherapeuten, was die zum Beispiel meinen, das sehe ich nicht, ja, aber wenn er mir es natürlich mal gezeigt hat, weiß ich, von was er redet, dass er nicht einfach was daherredet. Also wir gehen sogar erstmal von Idiosynkrasien aus, und ich habe jetzt heute natürlich nicht alles Mögliche erzählen können, aber ein wesentlicher Gesichtspunkt ist für mich natürlich die Frage, ist die Begegnung mit einem Menschen im Wachkoma strukturell unterschieden von einer Begegnung mit seinem eigenen Gott, also sofern man einen hat, ja.
den erlebt man ja auch. Nicht? Und da reden wir dann von Epiphanien. Und die Frage ist, ist das eine Art Epiphanie oder gibt es anderes? Was ich, da, all dem gehen wir nach. Also von der, tatsächlich vom, von der Einspinnung in eine lange Zweierbeziehung eines, wissen Sie, so wie, wie Menschen, denen jemand gestorben ist, zum Grab gehen und dann ans Grab hinreden, ja, so gehen Menschen eben in das Pflegeheim rein und suchen den Menschen auf, um den es ihnen geht, und sie verhalten sich merkwürdig. Ja. Das alles wollen wir sehen. Wo sind die Unterschiede? Ja, was gibt es eigentlich für gute Gründe, das anders zu deuten? Bis hin zu gesellschaftlichen anerkannten Ritualen, wobei wir dazwischen legen würden, verschiedene Deutungsmilieus. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein, das haben Sie auch angedeutet. Es gibt einfach verschiedene grundsätzliche Vorstellungen davon, mit was man es da eigentlich zu tun hat, und die sind sehr, sehr wichtig. Also zwischen Idiosynkrasie und gesellschaftlicher Deutung, die nicht so einfach zu rekonstruieren ist, würde ich ja, Deutungsmilieus nenne ich es jetzt einfach mal. Ansiedeln. Ich habe eine Frage zur Methode, und zwar zur Anwendbarkeit. Was kann ich oder kann ich Auswertungs- und auch Erhebungsmethoden anwenden, wenn eventuell, Sie haben es gesagt, man weiß es nicht, aber eventuell die theoretischen Grundlagen nicht mehr stimmen? Entschuldigung, wie? Wenn eventuell die theoretischen Grundlagen, auf die, also die Theorie, auf der diese Methodologie aufgebaut ist, unter Umständen nicht mehr zutreffen. Ich habe das Problem bei einer etwas anderen Gruppe, und zwar mache ich ein Projekt mit Menschen, die FTLD haben, das heißt frontotemporale Lobert-Degeneration. Da ist Stirn- und Schläfenlappen betroffen von einem degenerativen Prozess. Somit also vor allem Sprache bei vielen, aber eben auch Emotionen und Sozialverhalten. Und da ist für mich die Frage, kann ich Auswertungs- und vor allem auch Erhebungsmethoden überhaupt anwenden? Sie haben das, fand ich jetzt sehr schön plastisch dargestellt, wie gehen die Pflegekräfte um, indem sie ihr Alter Ego konstruieren. Das kann ich natürlich in der Forschungssituation so nicht machen. Ich versuche es Ihnen an dem zu erläutern, was bei mir selber war. Ich bin ein alter Phänomenologe und habe ganz viele Dinge gemacht, und die Phänomenologie wurde mir so zum Register. Da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Bestimmte Dinge waren einfach. Ja, die sind so eingeflossen, wurden routinisiert, und ich habe das einfach immer wieder erzählt und nicht drüber nachgedacht. Und konfrontiert mit diesem Phänomen habe ich angefangen, meine ganze eigene Phänomenologie nochmal neu zu bedenken. Ich bin da mittendrin, ja, weil genau das, was Sie sagen, passiert ist, das funktioniert so nicht mehr. Ja. Auf einmal stellt man fest, Moment, das ist, also, ja, entweder muss ich hier etwas sagen, was nun nochmal ganz was anderes ist, oder es geht so einfach nicht in der Übertragung. Ja, also gerade in der Ecke, aus der ich hier nun komme, stark bewusstseins- und subjektphilosophisch geprägte Phänomenologie, da wird sehr viel natürlich genau mit einem, ich meine jetzt nicht irgendeinem Bewusstsein, sondern genau mit diesem Bewusstsein des normalen, hellwachen Erwachsenen, beziehungsweise in den verschärften Versionen des Intellektuellen gearbeitet, und das funktioniert alles nicht mehr. Ich habe dann sehr schnell gelernt, ich muss mich mit der Leibphänomenologie wieder sehr viel stärker auseinandersetzen, muss da suchen, und ich habe versucht, meine phänomenologischen Beschreibungen anzufitten, anzureichern mit körperanalytischen Konzepten, die ja nicht alle auch nicht stimmen.
Ja? Also man kann nicht hergehen und sagen, ich nehme jetzt was, um einfach ein plakatives Beispiel zu nehmen, Paul Ekmans Beschreibung von Mimiken, ja, und dann gucke ich mir an, was sehe ich da. Das geht alles gar nicht. Ja. Sondern man muss lernen, dass diese Beschreibungen übersetzt werden müssen. Dann kann man überlegen, ja, allein um zu sagen, was ist eigentlich das Normalgesicht dieses einen Menschen im Wachkoma, muss ich ihn lang beobachten. Ja, sonst halte ich etwas für einen Ausdruck, was eben keiner ist und so weiter. Also ja, ich sehe genau diese Probleme, dass bestimmte theoretische Grundlagen sehr schnell brüchig werden und dass man die dann halt hinterfragen muss. Also im Zweifelsfall gebe ich jede theoretische Grundlage auf, wenn sie mit den Daten nicht mehr funktioniert. Also ich bin nicht der Meinung von Herbert Marcuse, umso schlimmer für die Wirklichkeit, sondern dann stimmt die Theorie nicht. Danke. Vielen Dank, Ronald. Danke für die Stimme aus dem Off. War das nicht ein super Schlusswort? Ich finde auch, bezogen auf den Vortrag, war es irgendwie die Punktsetzung. Ich werde Sie jetzt nicht mehr mit langen Verabschiedungsritualen aufhalten wollen. Ich möchte allerdings einen oder zumindest zwei Sätze sagen. Ich habe so über die Tage überlegt, wie es mir eigentlich geht und stelle dann fest, nicht nur bei dem 8. Berliner Methodentreffen, das war auch beim 7. so und beim 6. und 5. und 4. Es gibt eine große Freude. Ich freue mich immer richtig sehr auf dieses Treffen. Und es gibt dann irgendwann Passagen von totaler Erschöpfung. Und ich merke, es gibt auch irgendwie Passagen von Traurigsein und meistens so am Ende hin. Und ich frage mich eigentlich, warum? Und merke, es ist was Besonderes, was wir hier irgendwie gemacht haben oder schaffen über 2 Tage. Und das jetzt nicht nur über diese 2 Tage, sondern ich finde mit dieser Veranstaltung, ich habe überlegt, wenn ich mit dem Methodentreffen dieses Jahr unzufrieden gewesen wäre, ich wäre, Konjunktiv, dir sehr dankbar bin, Ronald, dass du diesen Vortrag gehalten hast, weil ich fand ihn sehr bereichernd und mochte die Ausführungen, dir zuhören und ich fand es für mich eine sehr schöne Schließung. Ich hoffe auch, dass du nächstes Jahr oder wann auch immer wiederkommst, mit mir weiter zu tun haben möchtest, wenn ich dich nur Ronald nenne. Ich kann gerne auf Roland wechseln, wenn das unser Zusammensein und unsere Beziehung dann fördern würde. Vor dem Hintergrund dieses besonderen Schaffens ist es so, dass ich jetzt wirklich nur noch sagen möchte, das Besondere kreiert sich wirklich und deshalb wiederhole ich das jedes Jahr gern. Es ist grundfalsch, dass ich hier stehe, um das zusammenzufassen, weil es müssten ganz viele Menschen hier stehen, weil es ist wirklich eine gemeinsame Herstellung dieses Besonderen. Das fängt an über die Art der Anmeldung, über die Art der Kommunikation von Rubina Fock, über die E-Mails, die immer freundlich geschrieben sind, auch zum 6., 7. oder 10. Mal, wenn etwas gewünscht wird. Sie freuen sich, dass Sie herkommen, weil Sie den Platz ergattert haben und vieles mehr. Und es gehört natürlich der Dank, ich hatte das einleitend gesagt, an all denen, die mitmachen, wie jetzt Ronald, der irgendwie noch spricht, andere, die irgendwie da geblieben sind, die Workshop-Anbietenden und natürlich dann dem BMT-Team und das sind irgendwie, wie gesagt, die vielen mit den blauen Schildern und es ist natürlich dann Rubina Fock, Sebastian Ruppel und natürlich Katja Mruck, die irgendwie dieses Treffen mit generiert hat und auch im Hintergrund es natürlich begleitet hat. Insofern vielen Dank an uns alle, dass dieses Treffen in diesem Maße so gelungen ist.